Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wie ihr heute schon dem Titel entnehmen konnt, oder wie ihr eigentlich immer dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um T-Shirts. Und zwar um geile Oversize-T-Shirts für den Sommer. Das sind alles latest Pickups und ich dachte mir, ey, heute, gerade heute, wo das Video online kommt, ist zum ersten Mal so richtig sommerlich warm. Also machen wir doch Oversize-T-Shirts für den Sommer. Und ich weiß, einige von euch warten immer noch auf dieses Video wegen den Shorts. Und ich bin dran, Leute. Keine Sorge, wirklich. Ich bin dran, aber ich bin ganz ehrlich, ich tue mir halt einfach ein bisschen schwer bei dem Thema Shorts, aber wie gesagt, ich hatte euch versprochen, da kommt ein Video, ich fuchs mich da rein und da machen wir auch ein Video. Aber heute geht es um coole Oversize-T-Shirts, die teilweise alle relativ frisch sind, neu released sind und ich dachte mir so, komm, bevor die alle sold out sind, zeige ich die euch, weil dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, euch ein Fresh-T-Shirt zu holen. Deswegen, let's go, lasst uns anfangen mit T-Shirt Nummer 1. So Leute, als erstes habe ich hier ein weißes Oversize-Shirt von der Marke All Eyes On Me. Bis vor kurzem kannte ich diese Marke selber gar nicht, aber die ist neu bei Deathshop reingekommen und da habe ich die gesehen und dachte mir so, Bro, Schnitt sieht eigentlich ganz nice aus. Wir haben hier hinten noch so einen Backprint. Den kann man fühlen oder auch nicht. Make Europe Great Again steht hier. Bisschen so ein auf Renaissance klassisch mäßig, keine Ahnung, so wie diese Art von Kunst heißt, aber ihr wisst halt, was ich meine, so auf Oldschool angelehntes Bild. Hier ist so eine Kuh. Muss man fühlen den Vibe oder auch nicht? Ich fand es irgendwie ganz cool. Ich fand aber auch ganz nice, dass das T-Shirt hier vorne, ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier sehen, am Kragen vorne, also auf der Außenseite hier, so ein Detail hat mit diesem Zettel hier. Fand ich wirklich cool und dann dachte ich mir, komm, dann geben wir dem Ganzen eine Chance. Ich habe das bestellt. Ehrlich gesagt habe ich das T-Shirt sogar in zwei verschiedenen Colorways bestellt. Einmal in diesem Vintage Grey und einmal eben in diesem Weiß, was ich euch gezeigt habe. Hinten ist der Print zweimal derselbe. Ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Also Weiß geht halt immer, aber ich fand ehrlich gesagt, dieses Vintage-mäßige hat mich mehr angesprochen. Aber ich wollte euch trotzdem beides einfach so vorstellen können und deswegen habe ich beide Farben bestellt. Passform seht ihr jetzt hier. Ich habe jetzt einfach dieses Vintage Grey angezogen. Ich habe das in einer Size L, wenn ich mich nicht täusche. Und ich finde die Passform ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Also mir gefällt der Kragen, der ist schön angenehm. Mir gefällt der Schnitt von der Schulter. Mir gefällt die Ärmellänge. Insgesamt vielleicht einen kleinen Ticken zu lang, aber schon wieder, wir sind jetzt hier auf Kritik auf sehr hohem Niveau mäßig unterwegs. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Schnitt. Mir gefällt das T-Shirt sehr gut. Weiß muss ich euch nicht zeigen, fällt exakt gleich. Qualität ist sehr, sehr gut. Der Stoff fühlt sich sehr, sehr gut an, fühlt sich sehr, sehr wertig an. Und ja, deswegen muss man sagen, also fand ich nice, fand ich ein cooler Schnapper so für den Sommer. Das sind die ersten zwei T-Shirts und wir machen weiter mit zwei T-Shirts von der Marke Don't Waste Culture. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr dieses T-Shirt eh jetzt schon gesehen. Ich hatte das in der Abstimmung drin, beziehungsweise in der Story habe ich halt eine Abstimmung machen lassen, ob ihr Bock habt auf das T-Shirt oder wie ihr das findet. Und ich fand es extrem, extrem nice und auch die Ergebnisse von der Abstimmung waren größtenteils, oder was heißt größtenteils, sondern das war am besten, dieses T-Shirt hat am besten abgeschnitten, so. Und Don't Waste Culture, ihr kennt es, ich habe euch die Marke jetzt schon mehrmals vorgestellt. Für mich extrem, extrem nice T-Shirts. Leider Gottes haben die am Schnitt etwas verändert, was für mich nicht so nice ist. Also die haben den Schnitt dahingehend verändert, dass sie die T-Shirts 3-4 cm länger gemacht haben. Ich verstehe gar nicht, warum, Alter, warum die es länger gemacht haben. Echt schade. Bedeutet für mich, wenn ich so ein T-Shirt kaufe, ich habe jetzt hier mal den Test gemacht und das in L geholt. Normalerweise hole ich die T-Shirts immer in XL. Passform könnt ihr jetzt in der Stelle gerade hier sehen. Ich habe für mich den Test gemacht, was ist, wenn ich es in L hole? Finde ich es dann trotzdem noch gut genug, so obenrum, Ärmellänge und so weiter. Und ich muss sagen, ich glaube, ich würde es doch lieber in XL holen und dann dafür halt croppen. Das heißt, ich würde es lieber in XL holen und dann zum Schneider bringen und 5 cm oder so abschneiden lassen, unten von der Länge, dass es einen Boxy-Fit hat. Würde ich wahrscheinlich eher so machen. Das heißt, wenn ihr auch übertriebene Fans von einem Boxy-Schnitt seid, wenn ihr so ein T-Shirt holt, rechnet das lieber mit ein. Nehmt eure normale Größe und geht davon aus, dass es sein könnte, dass ihr es vielleicht croppen müsst. Aber ich finde, das ist definitiv wert, weil diese T-Shirts sind sonst, also der Schnitt hier oben im Bereich Schultern, die Ärmellänge 1A. Ich finde diesen Mockneck, ich finde den so sexy, ich finde den so gut. Und Don't Waste Culture hat halt auch immer fresche Designs am Start, fresche Farben am Start. Also dieses Cream hier mäßige mit diesem Print hier, finde ich sehr, sehr nice. Also insgesamt ein sehr, sehr geiles Label, ein sehr, sehr cooles Unternehmen. Das ist ein junges Label aus Holland und ich finde, die darf man auf jeden Fall supporten. Das ist T-Shirt Nummer 1 von denen und jetzt komme ich zu T-Shirt Nummer 2. Und zwar habe ich hier eins in All Black und da finde ich extrem nice, dass dieser Print hier vorne auch schwarz ist. Also er ist nicht schwarz, er ist eigentlich eher so graumäßig, aber das hat so eine Ton-in-Ton-Optik und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Schnitt, Passform und so weiter, exakt gleich wie das T-Shirt davor. Ich werde es euch trotzdem kurz angezogen zeigen, aber nach wie vor, was an dem T-Shirt geil ist, der Schnitt im oberen Bereich, Schultern, Ärmellänge,
die Prints, die Designs, dieses minimalistische, aber trotzdem irgendwie so oldschool-mäßige, finde ich sehr, sehr nice. Dieser Mockneck, Alter, richtig nice. Also ich liebe Don't Waste Culture. Auch das T-Shirt hier ist unten verlinkt. Es gibt noch ein paar andere T-Shirts, die sie auch rausgebracht haben. Die habe ich auch hier, aber ich habe mir überlegt, soll ich jetzt alle zeigen? Nein, weil sonst wird das Video zu lang und ich wollte euch einfach nur die meiner Meinung nach besten zeigen. Aber die haben wirklich viele sehr, sehr geile T-Shirts. Also unten sind die zwei verlinkt und sonst klickt euch mal durch, schaut mal, was die am Start haben. Das ist T-Shirt Nummer 2 von Don't Waste Culture. Und jetzt machen wir weiter mit einem T-Shirt von Hoodie Collab. Und zwar ist es auch ein T-Shirt in einer Washed-Optik und die Waschung hier ist sehr einzigartig. Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, warum diese Waschung so einzigartig ist, aber die Optik davon ist einfach einzigartig. Ihr seht das so, also diese Waschung, das ist, ich weiß nicht. Man kann es jetzt ja mal hier mit dem hier vergleichen. Das sind beides T-Shirts, die eher so ein Wash-Traul, Wash-Black haben. Aber ihr seht, diese Waschung von dem Hoodie Collab T-Shirt hat einfach irgendwie einen eigenen Vibe. Und finde ich sehr, sehr cool. Übrigens, für die Leute, die das nicht wissen, ich habe eine Kollektion mit Hoodie Collab mal designt. Letztes Jahr im Sommer. Und dieses T-Shirt ist eins davon. Das heißt, dieses T-Shirt habe ich designt. Warum habe ich euch das noch nie gezeigt? Ach, keine Ahnung, weil... weiß ich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Aber jetzt, wo Sommer ist und es Zeit ist, einfach coole T-Shirts zu tragen, dieses T-Shirt hier von Hoodie Collab. Highlight von dem T-Shirt ist definitiv der Backprint. Die Kollektion, die rauskam damals, hieß Dream Forever, Live Today. Und dann haben wir hier halt einen Print einfach in einen entsprechenden Message hier reingepackt. Und ja, ich finde, das ist nach wie vor ein richtig, richtig schönes T-Shirt. Ich feiere diesen Backprint. Ich feiere insgesamt das ganze T-Shirt, also dieses T-Shirt von Hoodie Collab. Schön nice Oversize geschnitten. Ist auf jeden Fall auch ein geiles Oversize-T-Shirt, was man im Sommer anziehen kann. Okay, dann machen wir weiter mit den letzten drei T-Shirts. Und zwar sind alle drei von der Marke Worst Behavior. Und das Geile an diesen drei T-Shirts ist, dass alle drei eine relativ hohe Grammage haben. Und zwar steht es sogar hier vorne drauf. 290 GSM und da kann man sich jetzt natürlich überlegen, boah, okay, es gibt schon, also das ist schon eine sehr hohe Grammage oder Grammatur. So, irgendwer hat mich nicht mehr korrigiert, hat gesagt, das heißt nicht eine Grammage, das heißt Grammatur. Okay, also die Grammatur ist relativ hoch bei diesen T-Shirts. Was bedeutet das? Sind sie dadurch super schwer? Sind sie dadurch super dick oder so? Ich würde nicht sagen, dass sie super dick sind. Das ist auf jeden Fall ein etwas schwererer Stoff, so als das, was man gewohnt ist bei dem T-Shirt. Was für mich aber extrem nice ist, weil dadurch fällt das T-Shirt sehr geil. Und es hat eine sehr, sehr nice Optik und die sind super gut geschnitten. Also den Kragen, finde ich, hätte man ein bisschen höher machen können. Da hätte man ein bisschen mehr so in Richtung Mockneck arbeiten können. Also ihr wisst ja, ich liebe das. Hätte mich sehr gefreut, hätte dem T-Shirt einen geilen Vibe gegeben, weil ich finde, so ein T-Shirt mit einem Mockneck oder so einem engen Kragen, so wie auch das hier, was ich gerade anhabe, übrigens das T-Shirt könnte ich euch auch noch vorstellen, mache ich am Ende, macht automatisch hier diese Schulterpartie einfach schöner. Das gibt dir so eine schönere Optik hier in diesem Bereich Schultern, Dropshoulder und so. Das wirkt dann alles irgendwie geiler. Weiß nicht warum, ist aber so. Haben die jetzt hier leider nicht gemacht, aber ansonsten sehr, sehr geiles T-Shirt. Hinten hat es hier so einen Print drauf, der ist pufft, also ich gehe mal hier nah ran, dann seht ihr das, dass der so erhöht ist, der Print. Das ist so ein Puff-Print, steht drauf Fearless, muss einem gefallen oder auch nicht. Ich fand es eigentlich ganz cool. Und ja, Passform von dem T-Shirt, ich werde euch jetzt nur die Passform von diesem T-Shirt zeigen. Die anderen zwei haben exakt die gleiche Passform, da werde ich euch nur die T-Shirts vorstellen, aber hier seht ihr jetzt die Passform. Und das ist übrigens eine Size M, Leute. Also die T-Shirts von Worst Behavior sind super boxy und oversized geschnitten. Das heißt, da müsst ihr vielleicht sogar eine Size Down machen. Ich glaube, meine reguläre Size ist eigentlich eine L. Ich habe jetzt hier eine M genommen und dadurch habe ich diese super perfekte Passform und wirklich, ich finde, dieser Stoff mit den 290 GSM sorgt dafür, dass dieses T-Shirt einfach so schön fällt an den Schultern. Wirklich, oh, geil, richtig nice. Also wenn ihr da noch drankommt, ich weiß, die sind sehr schnell sold out, aber wenn ihr da noch drankommt, versucht dran zu kommen. Das ist das erste T-Shirt und dieses T-Shirt gibt es auch in einem verwaschenen Grau mit dem gleichen Print hinten. Allerdings, und das verstehe ich nicht, hier ist der Print kein Puff-Print, sondern hier ist es ein flacher Print. Aber ansonsten ist es exakt dasselbe T-Shirt, eben nur in einer anderen Farbe. Jetzt habt ihr das zweite T-Shirt gesehen und jetzt kommt noch das dritte. Und zwar ist das ein T-Shirt, was weiß ist. Das erste, was ich euch gezeigt habe, das war so cream-mäßig, eher so ein leichtes Off-White. Und das hier ist wirklich so ein reines Weiß halt eben. Vorne Optik genau gleich, auch wieder mit diesem Print. Worst Behavior 290 GSM. Und hinten habt ihr eben diesen Backprint, den ich extrem, extrem geil finde. Und es ist so witzig, als ich die Designs gemacht habe für die Kollektion von Hoodie Collab, die ich für die designt habe, habe ich ein Design gemacht. Ich kann euch das vielleicht sogar noch hier einblenden, wenn ich das noch irgendwie habe. Also es war so, ich habe am Anfang so ganz billig, so skizzenmäßig so ein paar Sachen gemacht. Einfach Bilder eingefügt, auf T-Shirts hinten drauf gemacht und so, um zu schauen, so wie wirkt das.
kann man damit weiterarbeiten. Und da war eins dabei, das ist sehr, sehr ähnlich zu dem hier. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch finde, muss ich mal schauen. Wenn ich es finde, blende ich es hier ein. Und dadurch gefällt mir natürlich diese Background hier sehr, sehr gut. Und mir gefällt auch dieser Kontrast von dem Dunkelgrün zu dem Weiß, also sehr, sehr nice. Auch das T-Shirt ist in einer Size M. Passform zeige ich euch jetzt nicht, weil es genauso fällt wie das T-Shirt davor. Und ich glaube, das war's dann auch schon. So, Freunde. Ah, wobei, nein, ich wollte euch noch dieses T-Shirt hier zeigen. Das hier, also ich zeige euch jetzt die Passform so. Also sehr, sehr geil geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob es das T-Shirt noch gibt. Das ist von der Marke First Real Brand bzw. Maskulin. Das ist die Klamottenmarke von dem Rapper Flair. Ich habe euch schon mal ein, zwei Sachen von der Marke vorgestellt in einem Video, wo es um Hosen ging. Die haben zum Beispiel eine sehr geile Trackband. Und dieses T-Shirt ist auch von denen. Aus dem aktuellsten Drop haben die T-Shirts einen sehr, sehr guten Schnitt. Super schön am Hals geschnitten. Drop Shoulder on point, sehr, sehr lange Ärmel, wie ihr gesehen habt. Und trotzdem boxy geschnitten. Und das hier ist eine Size M. Ich weiß nicht, ob es das T-Shirt noch gibt. Wenn ja, wird es unten verlinkt sein. So, und das war es jetzt wirklich. Also Freunde, wie immer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Und zwar wird das am Donnerstag kommen. Bis dahin, genießt das gute Wetter. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Bis dann, euer Movix. Ciao.